Ich habe das letzte Mal Mut gezeigt. Indem ich heute Morgen aufgestanden bin. Als ich mich hingestellt habe gegen jemand, der rechtsradikal war. Bei meinem 60. Geburtstag. Jeden Tag, wenn ich hierher komme, um meine Amtsgeschäfte zu erledigen. Mut erfordert in der aktuellen Situation, auch kleine Probleme anzugehen. Positive Energie zu entwickeln und die anderen mitzunehmen. Mit Covid-19, Corona umzugehen, politisch umzugehen. Positiv voranzugehen, den Kopf nicht in den Sand zu stecken. Nicht sich von Ängsten leiten oder beeinflussen zu lassen. Weiterzumachen und zwar immer mit einem Lächeln im Gesicht. Mut macht mir Fridays for Future. Die viele Sonne. Mein Mann, der mich unterstützt. Die vielen Menschen, die sich jetzt solidarisieren. Etwas zu verändern. Das Leben anzunehmen, wie es ist. Dass die meisten meiner Mitmenschen doch sehr vernünftig mit der aktuellen Situation umgehen. Mut bedeutet für mich Zusammenhalt, sowohl im privaten als auch im beruflichen. Dinge zu tun, die aus tiefster Überzeugung richtig sind. Ungewöhnliche Wege zu gehen, einfach mal was Neues auszuprobieren. Dinge zu tun, die man entweder noch nie oder nur selten getan hat. Grenzen überwinden, offen denken. Neue Wege zu gehen, neue Ideen zu entwickeln. In manchen Situationen auch unpopuläre Entscheidungen treffen zu können. Wenn Menschen Dinge tun, von denen sie eigentlich glauben, dass es gar nicht geht. Hey!